Die Zunahme internationaler Geschäfte und Verkehre der DB AG erhöhten in den frühen 2000er Jahren den Bedarf an elektrischen Lokomotiven mit Zweisystemfähigkeit für den grenzüberschreitenden Güterverkehr. So entstand bei Bombardier die Güterzuglok der Reihe 185.1 als Teil der großen Bombardier-Trax-Typenfamilie, welche elektrische und dieselelektrische Lokomotiven für den mittelschweren Güter- und Personenzugdienst umfasst. Aus Platz-, Gewichts- und Kostengründen wurden nicht alle Loks ab Werk mit der technischen Ausrüstung für den Betrieb in mehreren Stromsystemen ausgestattet, sondern können bei Bedarf nachgerüstet werden. Insgesamt sind die Trax-Maschinen in etwa 20 Ländern im Einsatz und der Bestand der DB AG umfasst alleine 200 Exemplare der Baureihe 185.1. Auch bei privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen erfreuen sich die Trax-Lokomotiven mit der internen Bezeichnung F140 AC1 großer Beliebtheit und sind in zahlreichen Farbgebungen im Einsatz. Mit der vollständigen Neukonstruktion der Baureihe 185 erfüllt Pico den Wunsch vieler Modelleisenbahner der Nenngröße N nach einem zeitgemäßen Modell dieser modernen und äußerst verbreiteten Lokomotivbaureihe. Die Proportionen des markanten Vorbildes wurden maßstäblich perfekt ins Modell übertragen. Detailreich gravierte Drehgestelle, einzeln angesetzte Sandkästen, freistehende Handgriffe und filigrane Stromabnehmer sind Zeugnis eines modernen Werkzeugbaus und hochwertiger Fertigungstechniken. Für die perfekte Präsentation in der Vitrine liegen dem Modell zur Komplettierung der Pufferbohle passende Zurüstteile bei. Die ebenfalls beiliegenden Sonnenblenden dienen dem vorbildgerechten Zugbetrieb. Auf der Anlage sorgt der kräftige Mittelmotor mit seinen zwei präzise gewuchteten Schwungmassen für hervorragende Fahreigenschaften bei bester Traktionsleistung. Zwei diagonal angeordnete Haftreifen helfen dabei, die Motorleistung auf die Gleise zu bringen. Das Modell verfügt ab Werk über eine zeitgemäße LED-Beleuchtung mit fahrtrichtungsabhängigem Lichtwechsel sowie eine moderne Next 18-Schnittstelle für den kinderleichten Einbau eines Digitaldecoders. Die werkseitig mit einem PSD-XP-Sounddecoder ausgestatteten Maschinen warten zudem mit schaltbaren Beleuchtungen der Führerstände und des Fernlichts auf. Ein liebevolles Detail stellt der Lokführergruß mit der Stirnbeleuchtung dar. Für Unterhaltung im Modellbahnbetrieb sorgen zudem vielfältige Soundfunktionen, welche dank Pico Train Sound on Board den Sound der großen Lok auf der kleinen Anlage vorbildgerecht wiedergeben. Zu dir. Sicherheitshinweis: Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt stehen. Ohne die 185 geht es bei der Bahn weder im Großen noch im Kleinen. Und im Kleinen geht es mit dem neuen Pico-Modell noch schöner.